Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video. Heute werden wir gemeinsam kochen, aber nicht ganz normal, sondern für unsere Fellnasen. Ja, ihr könnt dabei sein und ein schönes, einfaches Rezept für den Einstieg lernen. Ich füttere meinen Katzen aktuell Trockenfutter, aber die haben ja zwei von den dreien leider viele Allergien und deswegen vertragen die das nicht mehr. Und ich möchte jetzt umsteigen und selber kochen und auch barfen. Das ist aber leider bei meinen nicht ganz so einfach, denn mein Kater hat größte Schwierigkeiten, Fleisch zu essen. Er rührt es einfach nicht an, hat er noch nie gemacht. Eventuell mal Hühnchen. Ist aber auch schwierig. Und zudem hat er schon seit Anfang an, wir haben also alles Straßentiere. Ich habe damals in Israel gelebt und wir haben die alle von der Straße aufgenommen. Also von Anfang an hatten die extrem schlechte Zähne und auch immer wieder mit Zahnfleischentzündungen zu kämpfen. Und jetzt ist er natürlich schon ein bisschen betagt, der ist fast 11 und hat halt kaum noch Zähne. Der frisst im Moment gerne Thunfisch oder anderen Fisch außer Dose. Also das ist okay, aber kein Fleisch. Und ja, die anderen beiden sind da ein bisschen einfacher mit dem Fleisch. Deswegen möchte ich jetzt auch für ihn mit Hühnchenfleisch anfangen und das eben umstellen. Ich kann gerne nochmal, wenn ihr Interesse habt, ein Video dazu machen, wie ich meine Katzen genau im Detail ernähre, was überhaupt das Problem mit den Allergien ist und mit dem Futter und vor allen Dingen mit dem Trockenfutter. Ich bin eigentlich nicht der Fan, Trockenfutter zu füttern, aber im Moment gibt es einfach keine bessere Lösung, gerade hier in Georgien. Ja, ich möchte aber in Zukunft auch mein Trockenfutter selber machen. Das ist mir ganz wichtig, denn ja, verschiedenste Zusatzstoffe im Trockenfutter sind halt extrem schlecht. Der Kater hat halt das Problem, wenn er diese Allergie bekommt, dass er ja einen Juckreiz entwickelt und sich das Fell so lange ableckt, bis die ganze, bei ihm ist es komischerweise immer nur die rechte Seite komplett ohne Fell ist. Ja, das ist wirklich problematisch und ich kann es nicht vermeiden, Trockenfutter zu geben, denn wenn wir zum Beispiel verreisen, dann kümmert sich die Schwiegermutter, also meine Schwiegermutter, um die Katzen. Die ist halt schon ein bisschen älter und ist halt nicht so der Katzenfreund. Und sie kommt halt abends dann nach der Arbeit hierhin und kümmert sich um die Katzen und muss halt zu Fuß laufen. Und da kann ich ihr jetzt nicht auch noch zumuten, zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn du jetzt die gekochten Gerichte auftaust? Schau mal, dass die Katzen das auch fressen, dass sie sich das nicht gegenseitig wegfressen. Ja, das ist nicht optimal. Wir haben halt leider niemand anderen. Es gibt halt hier keine Tierzitter oder Organisationen, wo man sich hinwenden kann. Es gibt hier noch nicht mal in Tiflis ein richtiges Tierheim für Katzen. Also für Hunde gibt es zwei Stück oder drei, glaube ich. Zwei sind privat davon, eins ist staatlich. Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Deswegen, wenn wir auf Reisen sind, bin ich auf jeden Fall dafür, in der jetzigen Situation Trockenfutter zu geben. Oder wenn wir die Katzen irgendwo mitnehmen müssen, wenn wir mal für längere Zeit verreisen und die Möglichkeit besteht, zum Beispiel die mit in unser Dorf zu nehmen für unterwegs. Das ist halt ein bisschen praktischer. Oder auch für euch, wenn ihr mit der Katze wirklich am Flughafen seid. Und ja, einfach Trockenfutter dabei habt, dafür ist es okay. Für eine vollwertige Ernährung, für eine gesunde Ernährung. Ja, leider bin ich da kein Freund von. Ja, fangen wir mit dem einfachen Rezept an für den Einstieg. Was meistens sehr gut angenommen wird, ist Geflügel. Da haben die meisten Katzen wirklich kein Problem mit. Fisch ist schon ein bisschen kritischer. Rind. Ja, auch nicht unbedingt für den Einstieg geeignet, meiner Meinung nach. Bitte kein Schweinefleisch verwenden, denn das wisst ihr bestimmt, ist extrem schädlich für Katzen. Da können die das Aujetzky-Virus bekommen
und sterben. Selbst wenn es gekocht ist, würde ich es nicht riskieren. Ja, Wild, Kaninchen, Lamm würde ich für einen Einstieg auch nicht empfehlen. So, jetzt fangen wir aber an. Wir brauchen Hühnchen. Ich habe jetzt Hühnerbrust, ungefähr so 200 Gramm, vielleicht auch nur 180. Und eine Kartoffel. Das werde ich jetzt klein schneiden, das Hühnchenfleisch, in sehr kleine Stücke. Denn, wie gesagt, alle meine Katzen haben Zahnprobleme. Richard, der Kater, hat eigentlich nur noch zwei Eckzähne und ein paar Zähne hinten. Meine weiße Katze Gili, sie hat schon von Anfang an als Baby die Schneidezähne unten nur halb gehabt, da fehlten ihr schon welche und sie hatte sehr stark an Gingivitis zu leiden und auch anderen Zahnfleischentzündungen. Und sie hat hinten kaum noch Zähne, das heißt, die können nicht mehr richtig kauen. Also zumindest so riesige Brocken. Ich habe ganz früher den ja, Gulaschgröße verfüttert, das haben die richtig durchgekriegt. Oder sie hat auch mal an Knochen nagen können, wobei ihr da vorsichtig sein müsst. Aber das war alles kein Problem. Jetzt leider in dem Alter ist das Ganze nicht mehr so gegeben. Deswegen schneide ich das jetzt klein. Die Kartoffel lasse ich so ganz und das Ganze wird gekocht. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es gekocht ist. Bis gleich. So, jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Das Fleisch ist gekocht. Ihr seht, das sind recht große Stücke, aber die können halt ja noch ein bisschen kauen. Es ist ja nicht so, dass sie gar keine Zähne mehr haben. Ich habe hier noch ein bisschen Öl. Da könnt ihr jedes Öl nehmen, was ihr möchtet, was natürlich für die Katze nicht schädlich ist. Hier sind die Kartoffeln, die habe ich, oder es war ja nur eine Kartoffel, die habe ich schon mal klein gemacht. Und ich habe hier noch das Kochwasser. Schüttet das nicht weg. Das ist sehr gut für die Katze, denn zum Beispiel haben sehr viele Katzen das Problem, dass sie nicht richtig trinken oder nicht genug trinken. Und ihr habt ja vielleicht schon im anderen Video gesehen, meine haben auch das Problem. Deswegen habe ich mir den Katzentrinkbrunnen besorgt. Und das ist schon besser geworden. Aber ich möchte halt trotzdem, dass sie neben ihrem normalen Trinken, was sie machen, über die Nahrung noch Wasser aufnehmen. Deswegen ist ja auch Trockenfutter so ungeeignet für Katzen. Und ja, am besten ist halt Wasser mit Geschmack. Und deswegen ist diese Kochbrühe von dem Fleisch natürlich ideal dafür. Ihr könnt die jetzt einfach unter das Futter mischen oder ihr könnt die auch so anstelle von normalem Wasser oder zusätzlich einfach anbieten. Viele Leute möchten ihrer Katze natürlich auch im Sommer was Gutes tun. Da könnt ihr auch zum Beispiel diese Brühe einfrieren in Eiswürfelform und die Katze das dann so ein bisschen ablecken lassen. Die spielen normalerweise sehr gerne mit Eiswürfeln. Dann haben die ja automatisch an den Pfoten das Wasser da, die Flüssigkeit. Ja, müsst ihr mal gucken. Jetzt fangen wir aber an. Ich gebe jetzt zuerst das Kochwasser zu dem ja, Püree, wenn ihr so wollt. Und ich vermische das ganz gut. Mir ist es immer wichtig, dass ein Gemüseanteil dabei ist, wenn ich koche, damit das auch vollwertig für die Katzen ist. Ich meine, das ist kein vollwertiges Essen und ersetzt jetzt kein vollwertiges Mahl. Deswegen gebe ich ja noch das Trockenfutter. Aber ihr müsst bedenken, wenn die Katze zum Beispiel eine Maus jagt, dann isst sie ja auch nicht nur das Fleisch, sondern die Haare oder Fell, die Knochen und natürlich auch den Mageninhalt dieser Maus. Das heißt, die nimmt automatisch Gemüse mit auf. Ja, deswegen auch hier. Ich gebe auch noch ein bisschen Öl hinzu. Das ist auch immer im ja, Katzenfutter mit drin, damit ja, einfach der Geschmack ein bisschen hervorgehoben wird. Ja, und dann werde ich diese Flüssigkeit über das Fleisch mischen oder geben, dass es auch so ein bisschen einzieht. Ja, ihr könnt mal gucken, ob ihr das dann noch ein bisschen zermanscht, das Fleisch an sich.
So, und fertig ist unser Gericht für unsere kleinen Stubentiger. Das ist Hühnerfilet mit Kartoffel und natürlich dem Sud und etwas Öl. Ihr könnt das Ganze auch etwas flüssiger machen, aber bei meinen weiß ich aus Erfahrung, dass die dann gerne nur die Flüssigkeit wegschlecken und das Futter, wenn es dann zu trocken ist, liegen lassen. Deswegen mache ich die Flüssigkeit oder den Sud etwas fester, damit die also eher das ummantelte Fleisch essen. Ja, aber jetzt stellen wir uns der wichtigsten Frage: Wie schmeckt es denn nun den Kleinen? Lasst uns mal nachschauen. Ja, ihr habt gesehen, dass es eigentlich ziemlich gut ankam. Sie hatten ein bisschen Schwierigkeiten, diese großen Brocken zu kauen, aber es ging. Ich meine, es hat halt ein bisschen länger gedauert und vieles ist auf den Boden gefallen. Aber im Großen und Ganzen hat es denen sehr gut geschmeckt. Wie gesagt, ich empfehle für den Einstieg Geflügel und man kann anstatt einer Kartoffeln natürlich auch eine Karotte nehmen oder anderes Gemüse oder weglassen. In jedem Fall ersetzt das kein vollwertiges Gericht, ob nun mit Gemüse oder ohne. Ja, deswegen macht es so, wie es eurer Katze am besten schmeckt, wenn ihr gelegentlich kocht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht kocht ihr das nach und eure Vierbeiner können genau dieses Gericht auch genießen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dann. Tschüss.